Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kollege Steinbrück hat ein bemerkenswertes Zitat gebracht des amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Schuldenabbau sei kein Plan. Wenn das hier irgendein Kollege aus dem Deutschen Bundestag gesagt hätte, hätte ich mal unterstellt, er weiß nicht so ganz, was er sagt, aber bei einem ehemaligen deutschen Finanzminister darf man das, glaube ich, schon annehmen. Barack Obama wird nach eigenen Planungen des Büros des amerikanischen Kongresses in seiner Amtszeit voraussichtlich so viele Schulden machen wie alle amerikanischen Präsidenten innerhalb von 230 Jahren vor ihm. Wenn man dann sagt, Schuldenabbau sei kein Plan, dann muss ich sagen, dann leidet man unter einer massiven Wahrnehmungsstörung. Wir erleben in den USA, in Japan, in Europa, weltweit nicht die Frage, wie Schulden abgebaut werden, sondern wir erleben in einem historisch noch nie dagewesenen Maße, wie Schulden aufgebaut werden. Und das, was Sie vertreten, Herr Steinbrück, ist wieder besseres Wissen für die Nachhaltigkeit für künftige Generationen unverantwortlich. Es geht um Maßhalten, und es geht nicht um die Frage, dass hier in unmäßiger Weise das Land oder Europa kaputtgespart wird. Der zweite Punkt. Ich will einen zweiten Präsidenten zitieren, weil Sie so sehr schön gesagt haben, Herr Steinbrück, mit der Wettbewerbsfähigkeit in Europa müssten die Volkswirtschaften mehr zusammenrücken. Ja, wenn wir dauerhaft unsere Währung gemeinsam bewahren wollen, dann müssen sich die volkswirtschaftlichen Leistungskräfte in den Volkswirtschaften aneinander annähern. Aber Abraham Lincoln hat gesagt, kann ich wirklich den Schwachen dadurch stark machen, dass ich den Starken schwäche? Nein, meine Antwort ist, Sie haben hier vorgeschlagen, die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu reduzieren, um das Problem zu lösen. Wir brauchen eine Lösung, dass wir alle Volkswirtschaften in Europa stärker machen, damit sie auch global wettbewerbsfähig sind. Wenn wir unseren Wohlstand, wenn wir unseren Sozialstaat behalten wollen, dann werden wir das nur über Wettbewerbsfähigkeit in der Weltwirtschaft schaffen. Und deshalb brauchen wir ein Programm. Wie stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit? Und Sie haben die Lissabon-Strategie angesprochen. Ja, ausgehandelt vom Bundeskanzler der Sozialdemokraten Gerhard Schröder. Ein Papier, wo man sich tolle Ziele gesetzt hat, wo man aber anschließend vollkommen darauf verzichtet hat, zu überprüfen, werden denn von den Einzelnen die Ziele auch eingehalten. Und da sage ich mal, haben wir hier etwas anderes. Die amtierende Bundeskanzlerin hat sich für etwas Ähnliches eingesetzt, nämlich den Euro-Plus-Pakt. Und dort werden nicht nur Ziele zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verabredet, sondern man hat ein enges zeitliches Monitoring-System festgelegt, wo genau geprüft wird, ob das, was man vereinbart hat, auch gemacht wird. Und das ist der Unterschied zwischen Politik von Sozialdemokraten und Christdemokraten. Wir nehmen verantwortlich das wahr, und Sie betreiben eine Laissez-faire-Politik, meine Damen und Herren. Und damit sind wir am entscheidenden Punkt. Ihre Aussage, Herr Steinbrück, war, mehr Geld, mehr Umverteilung in Europa löst die Probleme in Europa. Nein, nicht mehr Geld und mehr Umverteilung, sondern die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft in Europa lösen unsere Probleme. Und die Probleme und die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ist eben nicht Umverteilung, sondern das heißt, wir nehmen Solidarität wahr. Deutschland nimmt seine Solidarität wahr in dem neuen Finanzrahmen. Deutschland nimmt seine Solidarität wahr bei der Stabilisierung des Euro. Aber zur sozialen Marktwirtschaft, Herr Steinbrück, gehört auch Eigenverantwortung. Und da reicht es nicht, wenn man durch Europa reist und allen verspricht, wir werden Eurobonds einführen, wir werden die Haftung vergemeinschaften, wir werden die Spareinlagen gemeinsam behaften. Das hat nichts mit Eigenverantwortung zu tun. Das ist Verantwortungslosigkeit. Nein, wir brauchen Eigenverantwortung der einzelnen Länder. Jeder an der Stelle, wo er handelt, muss er auch dafür die Verantwortung tragen, meine Damen und Herren. Und deshalb wird es mit uns keine gemeinsame Haftung für Spareinlagen geben. Und bei dem Restrukturierungsfonds, lieber Herr Steinbrück, sind wir nicht der Meinung, dass wir vergemeinschaften. Wir kämpfen darum, dass er kommt. Ja, dass zunächst mal die Eigentümer, das ist das Wichtigste, von Finanzinstituten Verantwortung tragen. Dass es dann eine Umlage gibt über den Restrukturierungsfonds, dass der jeweilige Sektor beteiligt wird. Dass wir das aber national machen und dass dann der jeweilige Staat eintritt, wenn das überfordert ist. Und erst in der letzten Stufe die gemeinsame Solidarität greift, wenn ein einzelner Staat überfordert ist.
Und was Sie fordern, ist, dass all diese Verantwortungsstufen nicht stattfinden und grundsätzlich in Verantwortungslosigkeit die Probleme verallgemeinert und vergemeinschaftet werden. Diesen Weg wollen wir nicht. Und deshalb geht es nicht um die Frage Restrukturierungsfonds, ja oder nein, sondern es geht um die Frage, nehmen wir Verantwortung wahr oder handeln wir verantwortungslos, meine Damen und Herren. Und jetzt ist es ja wunderbar, wenn wir schon über Strukturreformen in Europa reden und Sie die Lissabon-Strategie angesprochen haben, dann darf man ja nicht nur anderen empfehlen, Strukturreformen zu machen, sondern man kann es ja mal bei sich selbst beginnen. Und da finde ich es bemerkenswert, die Sozialdemokraten feiern ja dieses Jahr 150. Geburtstag als Partei, wird überall groß thematisiert. Was ich ein bisschen vermisse, ist der 10. Geburtstag, den Sie feiern, der Agenda 2010. Der steht nämlich in wenigen Tagen an. Und wenn wir in Europa über Strukturreformen reden, dann könnten wir doch auch mal groß feiern den 10. Geburtstag von Agenda 2010. Und wer wäre besser berufen dafür, als der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, solche Feierlichkeiten anzusetzen und groß durchzuführen? Denn damit haben wir es geschafft, Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Damit haben wir es geschafft, Jugendarbeitslosigkeit zu beseitigen. Damit haben wir es geschafft, Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bekommen und endlich wieder Wachstum in Deutschland auf die Beine zu stellen. Meine Damen und Herren, wäre das nicht ein Grund, gemeinschaftlich zu feiern und zu sagen, das war erfolgreiche gemeinsame Politik, meine Damen und Herren? Sie haben vorhin von Lavieren gesprochen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Kanzlerkandidat laviert. Und zwar um die Frage herum, soll er jetzt stolz sein? Soll er sich eher kritisch zeigen? Soll er vielleicht sogar vorschlagen, den ein oder anderen Reformschritt, der da gemacht worden ist, wieder zurückzudrehen? Ich nenne mal das Stichwort Renteneintrittsalter. Nein, es wäre besser, nicht nur zu sagen, das war die richtige Richtung, sondern es wäre auch richtig klar und deutlich zu sagen, wir brauchen mehr Strukturreformen in Deutschland in der Zukunft. Und wer werden sie anpacken? Und dann sollten wir mal einen Wettlauf beginnen, einen Wettbewerb über die Frage, was sind denn die richtigen Strukturreformen in unserem Land? Wenn Sie jetzt hier dazwischen rufen, dann will ich Sie einfach mal darauf hinweisen, Sie haben ja in der letzten Woche einen Koalitionsvertrag abgeschlossen in Niedersachsen. Und dort haben Sie zu dem Thema vorgeschlagen, erstens, wir machen mehr Schulden und zweitens, wir erhöhen die Steuern und Belastungen für die Menschen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung der Strukturreformen ist, die wir brauchen. Meine Damen und Herren, wenn wir über Europa sprechen, dann müssen wir dieses Europa auch wollen. Und wollen heißt, wir müssen integrieren. Bei dem Gipfel hat mir sehr gut gefallen, dass es eine enge Zusammenarbeit gab zwischen Deutschland und Frankreich und dass es gelungen ist, bei diesen schwierigen Fragen und unterschiedlichen Interessen die beiden großen Länder zusammenzuhalten. Und mir hat zum Zweiten sehr gut gefallen, dass Großbritannien ausdrücklich integriert worden ist und Großbritannien nicht an den Rand gestellt worden ist. Wir werden, wenn wir Europa erfolgreich machen wollen, Großbritannien mit innerhalb der Europäischen Union benötigen. Und deshalb wundere mich sehr, mit welcher Rhetorik man mit Großbritannien und der britischen Regierung hier zum Teil auch von Sozialdemokraten im Europäischen Parlament umgeht. Ich glaube, dass in dem neuen Rahmen Folgendes gemacht wird. Natürlich kann man wünscht dir was Politik betreiben. Wenn man beliebig viel Geld hat, kann man sich wünschen, beliebig viel auszugeben für alle Ziele. Aber das Leben ist doch nicht, dass wir unbegrenzte Ressourcen haben und dann einfach sagen, alle Wünsche dieser Welt werden erfüllt. Sondern mein Verständnis von Politik ist, wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Mengen von Geld und wir müssen Prioritäten setzen. Und da fängt es an. Sie haben eine Rede gehalten, nein, Prioritätensetzung vermeiden. Wir würden lieber mehr Geld ausgeben. Wir sind der Meinung, wir haben die Weichen gestellt von der Vergangenheit auf die Zukunft. Wir bauen um von dem, was seither war, in Richtung Zukunftsinvestitionen. Europa zusammenführen über Verbindung von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen wird gestärkt. Forschung, Technologie fördern wird gestärkt. Bildung in Europa stärker machen wird gestärkt. Das heißt, dort, wo Strukturen für die Zukunft aufgebaut werden, setzen wir Akzente und es gibt mehr Geld, ohne dass der Finanzrahmen insgesamt ausgeweitet wird. Und das ist die eigentliche Leistung, die an dieser Stelle zu würdigen ist. Und auch bei dem wichtigen Thema junge Menschen in Europa. Wie wollen wir Europa schaffen, wenn wir die Jugend nicht mitnehmen? Bei den jungen Menschen ist dem Kollegen Steinbrück eingefallen, darauf hinzuweisen, man bräuchte mehr Geld. Ja, mehr Geld gibt es in diesem Finanzrahmen. Aber ist das Problem wirklich mit mehr Geld gelöst? Ich glaube, wir brauchen die richtigen Strukturen.
Und dafür haben wir auch einen Vorschlag. Ich glaube, wir haben richtige Strukturen, wo wir mit unseren Freunden in Europa darüber reden sollen, ob man aufgrund dieser richtigen Strukturen auch Europa im Sinne mehr junge Menschen mit Perspektive voranbringen können. In diesem Sinne herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für das Ergebnis. Und ich hoffe, dass auch bei den Kollegen im Europäischen Parlament die Klugheit und Einsicht da ist, die Flexibilität des Finanzrahmens, die Frage der Evaluierung zu erkennen, dem zuzustimmen, dass wir Europa auf sicherer Grundlage in die Zukunft führen können. Vielen Dank. Das Wort hat nun der Kollege Jürgen Trittin, Fraktion.